Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen auf der wunderschönen Insel Borkum. Wir sitzen in einer Cessna Up and Running. Also die Maschine ist bereits hochgefahren und läuft schon. Ich gehe mal in die Außenansicht. Ich habe tatsächlich die Aufnahme schon begonnen und habe hier das Checkup gemacht. Schaut mal. Und war mit Einleitung erzählen und so dann schon bei einer halben Stunde. Und ich dachte mir, das wird dann zu lange. Aber schreibt mir da bitte in die Kommentare, wenn ihr das gerne sehen möchtet. Man könnte ja alternativ dann auch den Start im Timecode verlinken oder so. Aber ich habe es, also 30 Minuten finde ich schon irgendwie heavy. Das ist ja auch alles Zeit, die ich rendern muss und hochladen. Ja, wir starten von der Insel Borkum. Lieben Gruß an George Dragon geht hier raus, dessen Mutter von Borkum ist. Freut mich wirklich sehr, dass ich dir mit der letzten Folge so eine Freude machen konnte. Das ehrt mich und freut mich, wenn Zuschauer so eine persönliche Bindung zu meinem Let's Play oder einer Folge meiner Let's Plays hier aufbauen. Das ist wirklich fantastisch. Aber es ist was glaube ich, dieses Spiel auch einfach anbietet, kann man sagen, durch diese Realitätsnähe. Ich kann persönlich die schlechten Reviews auf Steam überhaupt nicht verstehen. Das Spiel sprengt alle Grenzen, die es bisher gab bei Flugsimulatoren. Und wenn da mal irgendeine Grafik, irgendein Haus oder so jetzt in diesem frühen Release-Stadium halt irgendwie nicht akkurat ist, finde ich das ein bisschen affig, das in der schlechten Review-Wertung hier abzustrafen. Selbst Abstürze oder so sind legitim bei so einem Spiel dieser Größenordnung. Aber gut. Ist irgendwie manchmal einfach eine bisschen undankbare Kundschaft, die Gamer. Stellt euch mal vor, Automobilkunden bei VW und Audi hätten so gehandelt nach diesem Abgasskandal, wo wirklich kriminell betrogen wurde. Wird kein Mensch mehr heute VW fahren. Die Verkaufszahlen sind witzigerweise gestiegen. Ich persönlich werde mich in meinem Leben nie wieder in einen VW oder einen Audi setzen. Ganz ehrlich. Aber irgendwie bei Gamern ist es irgendwie anders. Da wird immer gleich rumgefuckt und so. Ich halte dieses Spiel für einfach outstanding, ja. Also sowas gab es noch nicht vorher und von daher das merke ich auch einfach an der Art, wie sich das Spiel spielt und auch wie ihr dann diese Let's Plays hier erlebt. Mir gefällt es richtig, richtig gut. So, das mal vorneweg. Das ist unser Flugplan für heute. Wir starten in Borkum. Fliegen dann hier rüber. Die Nachbarinsel hier im Osten ist die Insel Jüst. Da haben wir einen Spieler, der hier den gleichen Flug macht. Ja, wenn das nicht mal einer aus meiner Community ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich nicht, aber... dann geht's weiter. Norderney ist die nächste Insel. Warte mal, ich zoome mal hier ein bisschen näher ran. Dann kommt hier Norderney. Die kleine Insel hier ist Baltrum, Langeoog und Wangeoog. Dann müsste das hier Spiekeroog sein. Ja, weiß gar nicht, wie diese kleinen Inseln hier heißen. So, dann hier unten ist Wilhelmshaven. Der liebe George hatte sich das gewünscht als Flugroute. Das werde ich aber in der nächsten Folge machen, denn wir drehen dann hier bei Wangeoog auf die Nordsee, auf die offene See ein und fliegen hier bei einer leichten Brise. Die Landratte bezeichnet es als Sturm. Auch in den Nachrichten wird hier von einem Sturm gesprochen. Der Seemann spricht hier von einer leichten Brise. 100 km/h ist bei weitem noch kein Sturm. Da fängt Seefahrt erst an, richtig Spaß zu machen. Das lasst es euch mal gesagt sein. Da geht es richtig rund, da habt ihr richtig Spaß. Aber von einem Sturm möchte ich da wirklich noch nicht sprechen. Vielleicht stürmische Böen oder so halt, ja. Aber da ist noch eine Menge Luft nach oben. Trotzdem habe ich mal eine Cessna genommen und nicht diesen Hobel, den wir das letzte Mal hatten. Denn wir werden natürlich dann trotzdem hier mit widrigen Bedingungen zu kämpfen haben. Ja, dann in der nächsten Folge fliegen wir dann nämlich hier runter nach Cuxhaven, Bremerhaven, rüber nach Wilhelmshaven, fliegen hier über den Jadebusen, fliegen über den Hafen von Wilhelmshaven. Gucken uns mal die vierte Hafeneinfahrt, also den Marineschutzpunkt an, den alten U-Boot-Hafen hier hinten und so. Also das wird ganz, ganz toll. Kaiser-Wilhelm-Brücke und so.
Und dann werden wir auch mal hier nach Jever, wo das Lieblingsbier meiner Mutter herkommt. Natürlich auch hier über Arngast. Das ist ein wunderschöner alter Leuchtturm inmitten des Jadebusens. Dort habe ich meine Mutter letztes Jahr seebestattet. Das werden wir uns mal angucken. Dann werden wir uns den Containerhafen hier mal angucken. Ich glaube, der ist hier oben. Mich nicht alles täuscht. Aber das ist alles Stoff für die nächste Folge. Wir sind ready for taxi. Und werden uns hier mal von der Flugsicherung, die das letzte Mal ja irgendwie nicht besetzt war, eine Stadt. Delta Whiskey Romeo Traffic Storm Bravo Sierra Golf X-Ray taking off runway 31 departure to the south. Gut. Der Typ, der wird jetzt wieder mit einem klaren irgendwie besoffen im Leuchtturm sitzen anscheinend. Echo Delta Whiskey Romeo Traffic Storm Bravo Sierra Golf X-Ray is taxiing to runway 31. Es kann auch sein, dass die gar keine Bodenkontrolle haben bei so kleinen Flugplätzen. Da verständigt man sich dann, glaube ich, untereinander. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, ich will... Ups. Na? Hallo? Achso, war eine Landkarte. Ist hier. Hallo? So. Mal gucken, wie wir da jetzt rollen müssen. Hallo? Naja, dann rollen wir hier runter und nehmen die Runway und starten hier. Ich will einmal um, weil das letzte Mal sind wir ja wirklich nur angeflogen, wir fliegen hier einmal um die Insel rum und gucken uns Borkum mal an, um den George nochmal eine Freude zu machen und fliegen dann hier die seeseitige Küste der Inseln ab. Die sind schöner, weil da die Strände sind. Ist ja logisch, weil da der Sand angespült wird und beziehungsweise der Muschelkalk aufgerieben wird, ne, vom Seegang. Der kommt natürlich von Seeseite und nicht von Landseite. So, dann machen wir das mal zu. Ich würde sagen, ich null hier nochmal meinen Headtrack ein, oder? So. Ja, mich erreichte auch Kritik. Pushback brauchen wir erstmal. Okay, jetzt kann ich irgendwie nicht runterkommen. Ah, doch, da. Okay. Mhm. Mich erreichte Kritik. Wie erreiche ich den Burschen denn jetzt hier mit seinem Pushback? Dass die Kamera zu unruhig war. Das tut mir wirklich sehr leid. Ich versuche diese Folge da mehr Ruhe reinzubringen. Ja, keine Ahnung. Ich glaube... Kein Plan. Ich kann hier nur Verkehr. I don't know. Okay. Dann... Achtung, Kopf einziehen, Kollege. Machen wir das selbst. Selbst ist der Mann. Ja, wir haben die, sag ich mal, die moderne Version dieser Cessna. Ich weiß leider den Modellnamen gerade nicht. Entschuldigt das bitte. Dieses unprofessionelle Verhalten. Die gibt es auch nochmal als eine bisschen, ich sag mal, abgespeckte Variante. Ich glaube, wir müssen jetzt hier rechts den Taxiway nehmen. Ja, ist egal. Ich fahr mal rechts. Eine abgespackte Variante, da haben wir dann aber nicht so einen coolen Autopiloten und so. Dachte ich, es ist nicht verkehrt, ja. Ja, es hatte geregnet, als ich die Maschine hier hochgefahren habe. Das Wetter klart langsam auf. Ist echt geil, ne? Also ich habe mir jetzt auch so eine Flugwetter-App runtergeladen. Es gibt eine App, müsst ihr mal gucken, zumindest bei Apple. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Smartphone-Herstellern ist. Eine Sache eben. Flugplatz-Karten-App. Also wenn ihr Flugwetter im App Store eingebt, dann kommen so vom Deutschen Wetterdienst und so die Wetter-Apps. Und da kommt dann auch diese, ja, ich weiß gar nicht, Landefeld-App oder Flugplatz-App oder irgendwie so heißt das. Und da könnt ihr euch Luftbilder angucken von Flughäfen weltweit, alle. Und da könnt ihr eure Anflüge mit planen. Wenn ihr dafür Geld bezahlt, das habe ich jetzt nicht gemacht, dann könnt ihr sogar richtig so, also da noch näher ranzoomen und so einen 3D-Anflug dann richtig planen. Aber das ist schon, also ihr habt so eine, ja, wie eine Fotografie, ich glaube von Google Maps oder so ist das gemacht, ne? Also das Bild. Und dann habt ihr unten so einen Regler, wo ihr die Himmelsrichtung einstellen könnt, also die Gradzahl, was ich, 270 Grad, und dann dreht die Kamera
Auf 270 Grad. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Kurs 270 Grad. Ich glaube, Kurs 270 Grad. Oder ob das jetzt vom Flugplatz aus gesehen ist, 270 Grad. Das weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Aber ich glaube, es ist Kurs 270 Grad, ne? Ja, und da könnt ihr echt gucken. Also gerade bei Flugplätzen, die jetzt in Bergen sind, ne? Oder Hongkong oder irgendwie so, ne? Das ist schon cool, wenn man sich das vorher mal angucken kann. Plus, ihr könnt das Taxiway auch so ein bisschen sehen. Man erkennt leider keine Runway-Nummern und so. So, dann gucken wir mal links und rechts, ob da auch keiner nervt. Ja, aber das, hier gibt es keine Bodenkontrolle, ne? Ist ja echt, So, jetzt will ich mal was ausprobieren. Wir haben ja hier so einen Autopilot, so einen schicken. Was gibt's denn hier? Flight Director können wir schon mal einstellen. Nav können wir schon mal einstellen. Alt können wir schon mal einstellen. Ja. Was ist das hier? Landeflug. Gegenkurs. Vertikalen Geschwindigkeitsmodus. Die habe ich noch nicht eingestellt. Boah, ich rolle. Oh Gott. Lull. Krass, die Piste auch aussieht, ne? Der Asphalt. Ich weiß nicht, ob man das im Video gut erkennt. So, Handbremse. Okay. Ah ja, hier mache ich das. So. Nose up. Ne, passiert aber immer nichts. So, einstellen. Jetzt haben wir's. Ah, jetzt haben wir's. Okay. FLC-Modus, da können wir dann die Geschwindigkeit, mit der wir steigen, einstellen. Das weiß ich aber jetzt nicht, was die für eine optimale Virtual Nav-Modus. Liegt der da dann die aus dem Flugplan die Höhen ab? Ist das so? Okay, so würde ich es mal lassen. Ich würde sagen, wir sind ready for takeoff. Ziehe mir das Mikro noch mal ein bisschen auf eine gescheite Position. Im leichten Seitenwind, also so stürmig ist es gar nicht. Mach mal Set 80 hier. Bremse los. Und Set 100. Oh. So, 55. 50 ist, glaube ich, Rotationsgeschwindigkeit. Na, Basti, komm, halt das Ding mal in der Mitte. Bugfahrwerk hoch. Okay. Jetzt drehen wir nach rechts. Ich glaube, wir können mal ein bisschen rauszoomen. So, wir sind airborne. Trimmen. Bremen, nee. Bremen approach Storm Bravo Sierra Golf X-Ray is type Cessna Skyhawk 1 mile south. Klappen hoch. Whiskey Romeo. Die waren eh oben. Anfang Steigflug, so warte mal. Krass, die Störungen auch, ne? So, ich versuche das mal mit der Checkliste jetzt hier abhaken. Krass! Total der gestörte Funk. Kommt das vom Wetter oder weil das so weit weg ist? Copy, Storm Bravo, Sierra Golf X-Ray. So, viel höher können wir gar nicht. Sonst sehen wir nichts mehr von Borkum.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir Autopilot mal eine andere Höhe. Ups. Ja. Ist ein Schub weg. Nochmal ordentlich trimmen. So, wir fliegen jetzt an die Nordküste von Borkum. Überfliegen mal die Ortschaft hier. Maschine liegt wunderbar in der Luft, also. Großartig. Also diese Wettereffekte, ich wiederhole mich natürlich, ne? Aber das ist wirklich großartig. Die Wolken, es ist einfach so vielfältig, ne? Bei so Spielen wie IL 2 Sturmovik oder so, die Wolken, das ist halt so, immer für jeden Wolkentyp gibt es so eine Grafik quasi und ja, dann hast du einfach so ein Mosaik aus Wolkenbausteinen und hier, das sieht halt richtig, ja, nach Wolken aus, ne? Oh, ich freue mich auf Helgoland, auf die offene See. Hoppala. Da hat mein Tracker ja gerade gesponnen. Großartig, wie das aussieht, ne? Ist schon Jüster jetzt da vorne? Irgendwas leuchtet da immer mal hier. Ein Leuchtfeuer für die Seeleute. Das ist der neue Leuchtturm von Borkum, kann das sein? Da ist er. So, ich würde mal sagen, Level so, VC, machen wir einen Autopilot an, dann hält er nämlich die Höhe. Dann muss ich mich um die Höhe nicht kümmern. Und kann ja auch schön hier Strand von Borkum. Machen wir nicht. So, Checkliste machen wir weiter. Das, stellen Sie sicher, nichts angezeigt wird. Jupp. Fahrtmesser, check. Bugfahrwerk hoch, das weiß ich halt nicht. Warte mal, ich gehe mal in die Außenansicht. Kann man das einfahren, ja? Ja. Nee, keine Ahnung. Oder heißt das einfach nur, dass das Bugfahrwerk vom Boden abhebt? Meinen die das damit beim Start? Anfangs Steilflug 70 bis 80 Knoten, okay. Großartig. Ja, die See ist halt sehr ruhig, ne? Dafür, dass wir so viel Wind haben. Das sieht dann schon anders aus. Also, das sieht mir doch sehr nach Windstärke 2 aus oder 3 höchstens. Vom Wasser. Also man sollte da schon immer mal wieder einen weißen Wellenkamm sehen. Klappen nach oben haben wir ja. Ich
steigen auf Reise, oder? Fluggeschwindigkeit. Sind wir jetzt langsamer mit dem Flugzeug als mit diesem anderen Hobel, oder was? Nee, ne? Es ist schon sehr langsam, das Flugzeug. Gib mal ein bisschen mehr Gas. Ist da noch Luft nach oben, ey. Okay, Gashebel voll. Ja, gerne. Zack. Gemisch fett. Gashebel voll, Gemisch fett. So. Motormessgeräte. Rollbeleuchtung und halt aus. Mager über 3000 Fuß. Okay. Reiseflug. Ja. Naja, wir fliegen Vollgas, ey. Was geht ab? So, was haben wir jetzt hier? Hat das einen eigenen Namen, dieses kleine Inselchen? Hier ist auf jeden Fall Jüst. Werden wir jetzt mal auf Jüst eindrehen. Mach den Autopilot mal aus. Obwohl ich das auch übers Heading machen könnte, ne? Wir machen nochmal Autopilot an. Heading. Level. Heading. Ja, machen wir das doch so. Naja, jetzt machen wir, ja. Naja, ist halt keine Rakete, aber was soll's. So, willkommen auf Jüst, beziehungsweise willkommen über Jüst, muss man ja sagen. Ach, das Wetter ist gar nicht so schlecht. Haben wir das nächste mit dem Sinkflug. So weit sind wir noch nicht. So. Na, ein bisschen können wir noch. Ah, interessant. Das ist schon krass, wenn man da wohnt, oder? Also... Mir wäre es auf Dauer natürlich zu langweilig. Ich glaube, man kriegt da irgendwie einen Inselkoller, wenn man das nicht gewohnt ist, zumindest. Aber so in der Natur zu leben, also das ist doch wie oben auf dem Berg zu wohnen. Oder? Also so vom Ding her. Hast du hinten raus, wenn du aus deinem Haus guckst, siehst du die Nordsee. Und vorne raus siehst du die Nordsee. Und wenn da Sturm ist, dann bist du halt mittendrin, so, ne? Na, irgendein Orkan ist oder so. Was für Weicheier ist das nicht, hier zu wohnen, glaube ich. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Leute da wohnen. Hätte ich mich mal schlau machen sollen vorher, ne? Ich glaube, das ist auch nicht verkehrt, wenn ich dann, das mache ich dann ab sofort, gucke ich mir mal immer mal ein paar Fakten an zu irgendwelchen Orten, über die wir fliegen, dass ich dazu ein bisschen was sagen kann. Soll man ein bisschen höher gehen? Eigentlich nicht, oder? Ich glaube, das ist ganz gut, die Höhe. Ja, witzig, ne? Also wenn man mit dem Fahrrad hier von da nach da fährt, bist du in 5 Minuten da oder sagen wir 10 Minuten. Während wenn du jetzt hier so den Strand entlang fährst, da bist du ein Weilchen unterwegs, ne?
Ich hoffe aber halt nochmal, dass so ein paar DLCs noch kommen, wo so ein paar Sachen händisch dann nochmal nachmodelliert werden. Ne? Zum Beispiel jetzt diese Inseln. Städte wird es auf jeden Fall noch geben. Ich glaube, Berlin ist ja schon händisch modelliert, aber auch so Sachen wie Frankfurt oder so, ne? Wäre schon geil. Also deswegen verstehe ich halt die... diese schlechten Reviews nicht, das, man muss mal überlegen, ja, der vorherige Microsoft Flight Simulator, der war, ist halt 20 Jahre alt und der sah am Ende ja auch voll krass aus, aber natürlich waren da halt jede Menge Add-ons, Mods und so weiter und das ist in der Vanilla-Version jetzt ja schon beeindruckender als alles andere irgendwie und jetzt wartet mal ab, wenn das Ding hier 5 Jahre auf dem Buckel hat, ne? So, als nächstes kommt Norderney. Ja, aber super Wetter wieder, wie das letzte Mal auch. Da sieht man sogar die Küste. Windpark. Ja, so sehr ich natürlich auch für so eine Energiewende bin, aber diese Windräder verschandeln leider die Landschaft schon enorm, ne? Ich glaube, bei Sachsen-Anhalt oder so, wenn man da eine Autobahn fährt, das ist ja auch ein Albtraum, ne? Naja, ich weiß auch nicht, ob das so gut war, das zu subventionieren, ne? Ich hätte ja, wenn ich Regierung wäre, bei solchen Sachen eh immer am besten Basti fragen, der managt das schon, ja? Ich hätte ja in den 90ern, also eigentlich hätte man schon in den 80ern anfangen können, aber spätestens in den 90ern wusste man ja, was Phase ist. Da hätte ich als Regierung einfach gesagt, Wirtschaft, pass auf, so und so sieht's aus. Wenn wir so weitermachen, dann haben wir in 20 Jahren hier ein echtes Problem. Also bitte, in 5 Jahren sind 5% der Energie aus erneuerbaren Energien. In 10 Jahren habt ihr 15%, in 15 Jahren habt ihr 30%, in 20 Jahren habt ihr 50% und in 30 Jahren habt ihr bitte 100% aus erneuerbaren Energien. Wie ihr das macht, ist mir völlig egal, aber wenn ihr das nicht macht, zahlt ihr richtig, richtig viel Strafe. In Deutschland ist es dann aber eher so, dass man Steuergelder benutzt, um das der Wirtschaft irgendwie hinten rein zu pumpen, dass die Wirtschaft macht, was man will. Pff, ja, super, aber woher weiß man denn, dass die Windkraft rentabel ist auf Dauer? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass der Markt dann das besser geregelt hätte, ne? Dass die Wirtschaft dann weiß, okay, wir müssen jetzt und dann nimmt man natürlich das, was rentabel ist, ne? Bei den Autos ja genauso, ne? Anstatt jetzt irgendwie irgendwelche Autos zu subventionieren, so Elektroautos, einfach sagen, Verbrenner muss weg. Und das hätte man auch schon in den 90ern machen können, ne? Verstehe das ja manchmal nicht. In Deutschland wird immer alles gekauft, so, ne? Durch Subventionen. Landwirtschaft wird subventioniert. Heute meint man, Milch muss gemacht werden, morgen müssen es Kühe, dann Schweine. Das führt dazu, dass Bauern dann wie heute sind sie Schweinebauer, morgen sind sie Kuhbauer und danach sind sie, weiß ich nicht, Bauer, halt, ja, Biobauer. Einfach weil die Subventionen dann am größten sind und je größer der Stall, umso größer die Subventionen und keine Ahnung. Und ich glaube nicht, dass die Politik da immer die besten Entscheidungen gibt, sondern ich glaube, die Fachleute wissen das einfach irgendwie besser. Aber wir wollen jetzt nicht so viel hier über Politik lamentieren. Also, als nächstes kommt Baltrum. Aber es ist schon manchmal so. Geht's euch nicht auch so, dass man diese Windräder sieht, unabhängig jetzt davon, ja, ob man jetzt irgendwie dafür ist oder nicht? Also ich bin natürlich gegen fossile Brennstoffe einfach, weil es nirgendwo hinführt. Kann halt nun mal nicht ewig so weitermachen, ne? Aber ob jetzt überall ein Windrad irgendwie das probate Mittel ist, weiß ich nicht. Hier an der Küste bestimmt. Ob es schön ist, ja, ist auch nochmal wieder was anderes, ne? So, ich muss leider immer mal wieder meinen Headtracker ausmachen. Und dann springt der dummerweise... Ach krass, der ist immer auch nah an der Küste jetzt hier dran. Dann springt der dummerweise immer in diese Standardposition zurück. Sind nicht animiert? Oder sind die wegen des Sturms? Meine Mutter hat sie mich immer darauf hingewiesen. Weil im Hessen sagt man ja wegen dem, ne?
Ist übrigens im deutschen Fernsehen mittlerweile auch, selbst bei Nachrichten oder so, sagen die dann wegen dem. Meine Mutter ist ja immer ausgeflickt, das heißt des, wegen des. Es heißt ja auch deswegen und nicht dem wegen. Klingt mir heute noch in meinem Ohr. Und da hat sie recht. Ich finde, man muss die deutsche Sprache auch ein bisschen pflegen, denn die deutsche Sprache ist eine sehr schöne Sprache und vor allen Dingen eine sehr präzise Sprache. Ne? Also deutsche Fachbücher oder so sind unheimlich präzise. Wenn man da englische Fachliteratur liest, ist es viel mehr Text, um die gleiche Information rüberzubringen. Im Englischen muss man dann sehr viel umschreiben und sehr viel aus dem Kontext schließen. Und im Deutschen kann man das sehr schön präzise sagen. Ne? Ich glaube, deutsche Sprache hat auch 3000 Vokabeln mehr als die englische Sprache. Von daher sollte man das pflegen. Und wenn dann im Fernsehen Schauspieler, Moderatoren, Nachrichtensprecher schon immer sagen, wegen dem, ist es eigentlich hängen geblieben, ne? Weil es einfach grammatikalisch falsch ist. Wenn das im Dialekt so, wie gesagt, die Hessen sagen das so, welche dem halt, ne? Oder auch, ich sag mal, im Franken oder so, welcher dem, ne? Ist es ja eine Sache. Aber so ein Nachrichtensprecher sollte halt Hochdeutsch reden. Und da heißt es nun mal wegen des. Einfach schlechtes Deutsch. Ja, aber das ist, der Norddeutsche stimmt mir da jetzt zu. Der Hesse sagt so, hö, echt? Heißt es wegen des? Sprechen einfach kein gutes Deutsch, die Hessen. Das ist bei den Norddeutschen anders. So, wo sind wir jetzt? Habe ich nicht aufgepasst. Langeoog kommt als nächstes. Wie schnell fliegen wir? Dann brauche ich noch ein bisschen Gas. Wir fliegen schon Vollgas, krass. So, und ich würde sagen, der Co-Pilot übernimmt jetzt hier mal die Steuerung und dann fliegen wir hier landeinwärts quasi. Spricht man da als Insulaner auch Land von Land einwärts? Aber ich denke schon. Ja, diese schönen norddeutschen Häuser, ne? Diese Klinkerbauten. Ja, nächstes Jahr fahre ich auf jeden Fall wieder an die Nordsee. Es ist halt diese, so Gott will, und diese Corona-Kacke dann vorbei ist, ne? Das ist einfach gut gemacht. Sorry, Leute. Ich hatte da bei meinem Let's Play, wo wir nach Groningen geflogen sind, da hatte ich dann einen Fehler entdeckt. Da war so dunkelgrüne Wiese und dann war so ein Dreieck hellgrün. Da hatte die KI irgendwie einen Fehler gemacht. Aber mein Gott, ey, das kann man doch nicht ernsthaft negativ bewerten, wenn da mal ein Fehler drin ist. Leute, der ganze Planet ist in diesem Spiel drin, ne? Andere Flugsimulatoren wie DCS oder so, das ist ja, wenn du da über den Kaukasus fliegst, du fliegst ja nicht wirklich über den Kaukasus, noch nicht mal im Maßstab 1:1. Geschweige denn, dass da alles wirklich zu sehen ist, was es zu sehen gibt im Kaukasus, ne? Oh ja, jetzt wird's aber neblig hier. Mein lieber Mann, wir gehen mal in die Außenansicht. Geil. Geil, wie das aussieht, ey. Hammer hat. Na, hoffentlich reicht der Treibstoff bis Helgoland. Wahnsinn. Es sieht auch richtig nach Nordseewetter aus, ne? Wenn man hier so rausguckt, das sieht nun mal so aus, irgendwie, bei schlechtem Wetter. Die Scheibe ist ganz schön dreckig. Machen wir mal hier ein bisschen Licht. Was ist das hier? Hier unten, oder was? Ja. Ja, besser, ne? Was haben wir hier noch so?
So, dann kommt jetzt Speaker Oak. Gucken wir uns auch mal in der Außenansicht an. Hammerhart, das sieht so cool aus. Mega, echt. Was ist das? Ist das ein Campingplatz? Sieht so aus, ne? Ja, ich hatte mir ein bisschen mehr Action erhofft hier von dem Wetter. Ah, Brandung hat man wenigstens so ein bisschen. Aber da würde ich mir schon auch das ein oder andere, den ein oder anderen weißen Wellenkamm hier erhoffen. Ja, und Halligen würde ich auch gerne mal überfliegen. Ich glaube, wenn wir dann hoch nach Sylt fliegen, da sind auf jeden Fall welche. So, jetzt ändern wir gleich unseren Kurs. Dann kommt Wangerooge zuletzt. Ich kann mich noch erinnern, entschuldigt bitte, als kleiner Junge war es immer ganz toll, mit meinem Opa auf Butterfahrt zu gehen. Das hat man dann ja abgeschafft wegen der EU. Da ist man dann, ne, aus der 12-Meilen-Zone raus. Ne, und dann konnte man dann zollfrei einkaufen, Butter, Zigaretten, Alkohol. Und ich war ja, als ich bei der Marine war, da konnten wir auch, wenn wir dann auf offener See waren, hat dann die Kantine geöffnet. Und dann konnte man in der Kantine auch einkaufen. Das war ja noch D-Mark-Zeiten, wo ich beim Bund war. Eine Schachtel Marlboro, das waren die teuersten. 1,60 Mark. Also 80 Cent wären das heute, ne? Eine Schachtel Marlboro. Also eine Stange 16 Mark. Und eine Flasche Jack Daniels oder Jim Beam 10 Mark. Ich glaube, kostet im Supermarkt, was kostet das heute? 18 Euro oder so, ich weiß es gar nicht. Naja. Und dann durftest du, ich glaube, pro Tag 1,5 Schachteln mit einkaufen. Ja, war immer schön, wenn man dann eine Woche auf See war oder so, dann hatte man immer ordentlich Zigaretten, ordentlich Alkohol. Entsprechend ist es dann eskaliert halt irgendwie. Aber hier, was ist denn da jetzt los? Na? Na, hier sind wir irgendwie auf Kurs. Bin irritiert. Haben wir den Wegpunkt noch nicht erreicht? Ich glaube, hier das Dreieck ist der Wegpunkt. Nee, das ist der Flughafen. Hä? Nein, wir warten mal ab. Einschalten. Ah, einschalten. Jetzt haben wir es eingeschaltet. Jetzt. Naja, okay. Diesen Bogen hier, den hat er da quasi nicht abgespeichert. Okay, gerne nochmal in die Außenansicht. Hier haben wir auch eine kleine Rollbahn. Ja, wie war Corona wohl? Vielleicht ist jemand ja von euch Insulaner. Wie war denn Corona bitte auf den Inseln beim Lockdown? Da bist du ja irgendwie safe, oder? Wenn du es halt nicht auf der Insel hast, ne? Sind vielleicht, wenn dann wirklich so die Zombie-Apokalypse kommt mit Corona oder so, sind das vielleicht die, die uns überleben werden, die Insulaner. Die können sich am besten isolieren, auf jeden Fall. So. Dann geht's jetzt raus aufs offene Meer. Ja, schade, ich hatte mir hier irgendwie ein bisschen mehr Wetter-Action vorgestellt.
Aber das ist jetzt halt so. Ich will jetzt mal gucken, dann werden wir, weil jetzt haben wir eh nicht so viel zu sehen, uns noch mal ein bisschen die Systeme hier angucken. Wir haben doch hier Landeanflugmodus einschalten. Und hier müssen wir auch Range. Das ist ein bisschen fummelig. So. Jetzt schalten wir mal den Approach-Modus ein. Okay. Ah ja, er dreht jetzt ein bisschen, oder? Nee. Ja doch. Und mal, habe ich jetzt, müssen wir auch hier besser nachgucken können. Oh, da sind wir noch ein bisschen unterwegs. Nee, da hat er jetzt aber nichts geändert. Also bei der, ich hatte ja schon ein bisschen rumgespielt bei der TBM und da hat er mir dann so eine Schleife hier einprogrammiert. Und irgendwie, es kann halt sein, dass ich eine NAV-Frequenz einstellen muss, ne? Wie heißt der Flugplatz? EDXH Düne. Aber da meldet sich doch wieder niemand, oder? 33. Okay. Gucken wir mal, ob da jemand zu Hause ist. Echo Delta X-Ray Hotel Traffic Storm. Bravo Sierra Golf X-Ray 17 miles south 1200 feet inbound to land runway tree tree. Will mal eben was gucken. Ich glaube Sky Vector heißt die Seite. Ich geh mal in die Außenansicht. Moment. Naja, das wird jetzt aber hier schon. Ups, sorry. Sky Vector. Airports, wie war das? EDXH oder so, ne? EDXH. Airports EDXH. So, jetzt gucken wir mal. Helgoland Dune Airport Elevation 8 Fuß. Ja, das ist cool. Müsst ihr mal auf skyvector.com. Vektor wie der Vektor, der Pfeil, ja, der Richtungspfeil. Verlinke ich mal in der Videobeschreibung einfach. Jetzt gucken wir mal. Operation Data, Open to the Public, Name Helgoland, Frequency 116.3, Radial 95 Grad, Range 2. Frequency 116.3, jetzt gucken wir mal. Jetzt mal nehmen wir hier drüber, so. Enough. Also warte mal, wir können auf jeden Fall hier. Wir müssen ja so hier. NAV 1. Audioempfänger abhören. Wie stelle ich da die Frequenz an? Ah ja. Hier haben wir die. Warte. Komm. Nee, das ist komm. NAV. Ha. Ja, okay. 116. Ja. Ups. Nee. 116.3.
Jetzt höre ich was. Oder? Hört ihr das? Das hört, piepst das so ganz leicht, ne? Na, und jetzt hat er ja hier auch was, ne? Das ist das die. Helgoland. Nordholz, Wittmund, wirst du dann. IFR-Chart. 215 VFR-Chart. Bin leider ein bisschen überfragt, aber wir sind doch bald da. Also hier hat er aber 110.5, was ist das denn? DHE? Das muss ja irgendwo. Die Map müsste man auch irgendwie dann darauf einstellen können. GPS. Oh, Wolken, krass. Das ist Wolkenradar. Das ist ja geil. Wieder was gelernt. Back. Weil diesen grünen Pfeil, den müsste man auch hier irgendwie sichtbar machen können. Wow. What do you do? War das der Wind? Nav einschalten. Ist gar nicht eingeschaltet. Warte mal. Ja, aber da hat er ja keinen Kurs hier, ne? Während hier halt schon. Allerdings ist das ein Gegenkurs, also das wird nichts sein, was wir fliegen wollen. Okay, und Approach-Modus einschalten. Ah ja, warte mal, jetzt ist aber was passiert. Oder? Nee. Wieder mal in die Außensicht. So, ich würde sagen, wir fliegen jetzt wieder nach Sicht, dass wir uns Helgoland mal angucken können. Ja. Das muss ich unbedingt nochmal herausfinden, wie man da genau navigiert. Aber wie gesagt, alles Work in Progress. So, wir machen den Headtracker wieder ein und machen den Autopilot mal aus. Wir können mal. So, jetzt schauen wir mal. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie auf Helgoland, ne? Weiß auch nicht, wieso. Kann's einfach nicht sagen, warum. Das hat sich irgendwie nie ergeben. Und es ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich noch abhaken werde in meinem Leben, Helgoland mal zu besuchen. Wollte ich letztes Jahr schon machen. Da war das Wetter dann aber. Nee, gar nicht das Wetter das Problem, sondern es gab. Also die Schiffe, die waren ausgebucht. So, wir fliegen einmal rundrum. Um uns das mal anzugucken, ja. X-Ray Hotel Traffic Storm Bravo Sierra Golf X-Ray is on final runway 33 to land. Ich glaube, Queranflug wäre die richtige Gegenanflug wäre, glaube ich, dann das Richtige erstmal.
Geh nochmal ein bisschen höher. Ja, war im Zweiten Weltkrieg eine kleine Marinebasis, jetzt nicht im Sinne für Schiffe oder so, sondern das war das Vorfeld sozusagen zur deutschen Küste, was die Flakverteidigung anging. Also es war bis unter das Dach voll gestopft mit Flugabwehrkanonen, um die einfliegenden britischen Großverbände zu bekämpfen. Und die Engländer waren entsprechend sauer dann nach dem Krieg und die haben ernsthaft versucht, diesen Felsen zu sprengen, ne? Was so eine Sauerei ist, die haben komplett diesen Lebensraum dieser Menschen dort halt einfach zerstört. Haben es aber nicht geschafft, die Idioten, den roten Felsen zu zerstören. Ich meine, das ist voll das krasse Naturschutzgebiet. Da brüten halt einzigartige Vögel, die es nur auf Helgoland gibt und so. Und die dummen Engländer wollen das in die Luft jagen, einfach weil im Zweiten Weltkrieg da eine Militärbasis drauf war. Das ist doch völlig absurd. Ach, die Tommies haben sich eh nicht mit Ruhm bekleckert, muss man mal sagen, im Zweiten Weltkrieg. Also, Helgoland, meine Damen und Herren. Ja, ich glaube, da hast du auch richtig Spaß. Das ist richtige Hochsee schon hier, ne? Das ist nochmal anders als bei den ostfriesischen Inseln. Also, hier bist du wirklich im Herzen der Nordsee und kein Mensch weiß, wo diese Insel auch herkommt. Also, auch diese Gesteinsformationen hier sind ja völlig anders, ja? Warum ist das denn ein roter Felsen, bitte? Weiß kein Mensch. Fantastisch. Da hebt einer ab. Nochmal mit dem Flügel wackeln hier. Zum Gruß. Nochmal. Ja, auch geil, dass man hier Spieler sieht. Finde ich großartig. Aber der hat sich nicht gemeldet über Funk, ne? So, dann sind wir jetzt im, hoppala, im Gegenanflug, oder? Echo Delta X-Ray Hotel Traffic Storm Bravo Sierra Golf X-Ray is on downwind runway 33. Und das wäre dann der Queranflug, wenn wir so machen. Delta X-Ray Hotel Traffic Storm Bravo oder? Sierra Golf X-Ray is on crosswind runway 33. So, Flaps müssten down sein, jawohl. So, jetzt machen wir den anderen Flug. Echo Delta X-Ray Hotel Traffic Storm Bravo Sierra Golf X-Ray. Komm ein bisschen steil rein, aber bin guter Dinge, dass wir den Vogel hier sauber aufsetzen. Also schon ganz schön flott jetzt. Ja, ich bin Kampfpilot, was geht ab? Oh, das war schon ganz schön hart. Oh, 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 oh. Digga, warum zieht die denn so nach links? Dieses Fahrwerk mit beschädigt? Nö. Okay, wo müssen wir hin? Ja, Ladies and Gentlemen, willkommen auf Helgoland. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Mir hat es wirklich Spaß gemacht, hier über die ostfriesischen Inseln zu fliegen. Und in der nächsten Folge werden wir dann Richtung Cuxhaven abfliegen, runter nach Bremerhaven, dann einschwenken auf den Jadebusen und Wilhelmshaven mal und Umland abklappern, den neuen Containerhafen uns mal angucken, den Kriegshafen Wilhelmshaven angucken. Werde ich zu Wilhelmshaven, also der Heimatstadt meiner Mutter, auch mal ein bisschen was erzählen. Einfach weil ich durch meinen Opa da ziemlich viel weiß, ne? Der hat mir halt auch so vom Krieg dann immer ein bisschen erzählt, wie die Tirpitz da gebaut wurde und so, hat er halt alles gesehen, ne? Also schon, ja, eine schöne Stadt eigentlich. Es ist sehr schade, weil die Region leidet sehr unter Arbeitslosigkeit. Finde ich immer so geil, wenn die dann im Osten dann alle so rumjammern, nichts,
ne, also ich will jetzt nicht deren Probleme relativieren, aber die jammern dann immer so, oh, wir haben Ossis und Arbeitsplätze und ja, da müsst ihr mal dann nach Wilhelmshaven gehen. Also ich glaube, die können mit irgendwelchen verwaisten Regionen in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern oder so ganz easy mithalten, ganz easy. Also extrem hohe Arbeitslosigkeit. Meine Mutter ist in den 70er Jahren da schon weg, weil es einfach keine Arbeit für junge Leute gab. Und wenn man da jetzt hinkommt, dann, da, ja, da leben wirklich nur alte Menschen. Das ist so krass. Man ist da in der Stadt unterwegs und jetzt vor allen Dingen Berlin ist halt der krasse, krasse Gegenpol dazu. Ne? Also hier sehe ich halt nur junge Menschen. Und in Wilhelmshaven, hallo? Geht's dir gut? Pff. Insulaner. Pff. Ja, und das ist eine wunderschöne Stadt, die halt einfach da niederliegt, ne? Das ist ganz, ganz traurig. Also total viele Wohnungen stehen da leer. Also ich glaube, du kriegst eine 100 Quadratmeter Wohnung für 300 Euro oder so. Also, ja, da muss man unbedingt mal, natürlich müssen die strukturschwachen Regionen im Osten unterstützt werden vom Bund, aber dieser Soli-Aufbau Ost, ne, ist, also das ist so überholt. Also auch im Ruhrgebiet gibt es auch einfach Regionen, die halt total im Arsch sind, ne? Also da muss man einfach mal auch mal im Westen gucken, ob da alles in Ordnung ist. Ne? Also es ist nicht so, dass der Wessi immer mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wird und im Land lebt, wo Milch und Honig fließen. Ganz bestimmt nicht. Trotzdem eine extrem schöne Stadt und ja, da möchte ich mir einfach ein bisschen Zeit nehmen, einfach, wie mache ich den Hobel jetzt aus? Hier. So, wir haben unsere endgültige Parkposition erreicht. Sie können jetzt den Gurt abschnallen. Ding, 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 ding. Komm, mach mal alles aus jetzt hier. Zack, zack. Aus. So. Wir nochmal in die Außenansicht. Ja, war ein schöner Flug. Und ja, ist einfach toll hier bei diesem Spiel. Und seht mal auch, wenn man hier nah dran ist, ja, das sieht alles toll aus. Also, und das ist, gilt für den ganzen Planeten. Das ist doch schon beeindruckend. Also, ja, bestimmt sind die Häuser jetzt nicht. Ja, ob jetzt so ein Fachwerkhaus auf der Insel steht, weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich schneller vermodern, als man Helgoland sagen kann. Es wird doch eher Klinker sein, aber mein Gott, da kann ich wirklich mit leben und ich hoffe einfach auf ein paar DLCs zu Deutschland, zu anderen interessanten Orten auf der Welt, dass man da dann irgendwie akkurate 3D-Landschaften kriegt. Aber so wie es aktuell ist, finde ich das einfach großartig. Schreibt mir eure Gedanken, eure Ideen, eure Kritik, eure Wünsche, was Flugrouten angeht, sehr gerne in die Kommentare, ob das dann immer 1:1 umzusetzen ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber natürlich werde ich es mir durchlesen und meine Ideen mit einfließen lassen. Und ich freue mich schon auf den nächsten Flug. Und ja, ich kann ja mal ganz kurz nochmal sagen, wie ich mir das vorstelle. Und dann könnt ihr gerne was dazu sagen. Also, wir fliegen dann das nächste Mal zurück nach Cuxhaven, Bremerhaven, Wilhelmshaven. Da werden wir dann irgendwo landen. Dann werden wir beim die Folge darauf dann starten. Da nehmen wir dann wieder unsere TBM. Das wird quasi ein Transferflug. Werden wir nach Bremen fliegen, dann nach Hamburg. In Hamburg landen, dass wir auch mal wieder einen größeren Flughafen sehen. Ja, und da muss man mal gucken. Also dann würde ich halt gerne eine Tour hier die Elbmündung entlang machen. Dann hier an der Küste nach Sylt, Föhr, Fehmarn und so uns angucken und dann vielleicht irgendwie auf Sylt landen oder vielleicht auch hier mal gucken. Dann die Folge drauf, dann hier nach Flensburg und dann eben die Küste hier runter. Dann würde ich gerne mal meinen alten Marinestützpunkt, der müsste hier sein. Hier. Olpenitz war das, nach Kiel runter. Lübeck wird auf jeden Fall auch schön, da gucken wir uns dann den Hansapark auch mal an und so. Und dann eben hier die Ostseeküste entlang mit auch wunderschönen Inseln. Berlin runter. Das ist so der grobe Plan. Magdeburg war schon als Wunschziel geäußert. Das ist auf jeden Fall notiert. Das Elbvenedig natürlich, Dresden, Leipzig. Ja, mal gucken. Sächsische Schweiz würde ich mir gern angucken. Nach München runter. Dann über die Zugspitze natürlich die Alpen entlang. Nach Stuttgart, dann wieder nach Norden und dann in Frankfurt würde ich das gerne beenden, wo wir diese Staffel quasi begonnen haben, wenn wir den Erstflug von Egelsbach jetzt mal rausnehmen.
Hessen hat mich da auch schon eine Wunschflugroute ereilt. Müssen wir mal gucken, ob wir das dann mit Frankfurt dann noch einbinden können. Weil von Frankfurt aus, das ist dann das Ende der Staffel und dann soll es nach Europa gehen. Und dann werden wir natürlich mal zusammen mit der Community gucken. Holland, Frankreich, England, Italien, Spanien, Russland, Finnland, baltischen Staaten, Polen. Ach, Mensch, das wird so klasse. Und da müssen wir uns dann wirklich ganz gezielt in welche Ortschaften, dass wir dann mit dem Düsenjet schnell irgendwo in einen großen Flughafen fliegen und von da aus dann so Tagestouren unternehmen und so. Müssen wir mal gucken. Irgendwie, weil da will ich natürlich ein bisschen Strecke machen auch dann, dass wir viel von Europa, unserem fantastischen Heimatkontinent sehen. Und dann geht es in der dritten Staffel dann auf in die Welt. Ja, fantastisches Let's Play, wie ich finde. Ich bin der Basti, ich bin hier raus. Ciao, ciao.